So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hausflipper. Wir haben ja hier schon die Küche gemacht. Die ist fertig. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt beim Wohnbereich bei. So. Jetzt habe ich hier einen Schlüssel rumliegen, der mich vollkommen stört. So. Was ist das erstmal Wichtigste in einem Wohnzimmer? Richtig, der Fernseher. Nach dem richtet sich alles aus. So, dann kommt hier eine schicke Couch hin. So. Sofas. Dann nehmen wir mal weißes Leder. Ah, wieder für gemacht. Zack. Dick. Dann wir gehen mal ein bisschen weiter rüber hier. So. Dann wollen wir doch mal hier. Wo ist er denn? Dann nehmen wir doch mal den hier. So. Das Ding ist nicht gerade klein. Ach. Mach die Biegefliege. So. Ich glaube, das ändern wir doch noch mal. Weg damit. IV, was sagt denn der?
brauchst mit Anne dazu. Dunkle Nuss. Immer dunkle Nuss hier. Ah, das sieht doch schon etwas dem Gesamtbild angemessener aus. So. Dann wollen wir einen Player haben. Wir wollen ja. So. Auch zentral unter den Fernseher, so zack. Wenn die hätte ich jetzt ein bisschen größer erwartet. So, zack. Da ja schon mal eine gute Ausgangslage. Dann das wollte ich doch gar nicht. So, da machen wir doch mal einen Kaffeetisch. Oder einen Kaffeetisch. So. Hier schon. Haben wir noch Nuss. Dunkle Kirsche, so. Was gehört denn noch in ein gescheites? Dieses Wohnzimmer ist zu klein. So. So, was? Ja. Leute, komme ich denn da nicht drauf? Wie kann ich denn da drauf nicht kommen? So, Schränke und Schränkchen. Bücherregal. Das nehmen wir jetzt aber tatsächlich weiß. Das ist ein Standregal. Okay. Nee, ich will ein Hängeregal haben. Nicht Teak. Dunkle Buche, nein. Makore, Makore. Dann nehmen wir
einfach mal Ausführungen IKEA-Generation. So, und dann so, zack. Blaues Buch mit hin. Kann ich die noch nicht mal übereinander stecken hier oder was? Nee. Ich sehe das hier Mist. Hier eine Schachtel rein. Da eine große grüne Schachtel rein. So. Paar von den Büchern. Graue Schachtel. So. So, dann eine Uhr. Bringen wir hier an. Haben wir noch so Schönes hier? Notizbuch mit Rezepten. So, da. Schneidebrett. So, jetzt schön kann man das nicht. Okay. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier so an. Rote Seide. Magento.
Scheinbar zu schmal. So, montieren. Bringen wir da noch mal genau den gleichen an. So, zack. Okay, so groß. Maler Vorhang. Goldene Blumen. Oh, das könnte. Weiß nicht. Wahrscheinlich passt mir nicht. Egal. So. Dann haben wir jetzt ja auch das Wohnzimmer soweit fertig. Würde ich mal sagen, gehen wir mal ans Schlafzimmer. Und da darf es dann ruhig wir hoffen, dass es passt. Irgendwie sehr eigenwillig, nehmen wir es mal so. Nehmen wir es mal vorsichtig, sehr eigenwillig. Grasgrün, nee. Nehmen wir weiß. So. Es geht immer. So. So, ist zwar sehr schlicht, aber ja. So, dann Bettchen. Bitte, 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 bitte. Betten.
Dann. Wo haben wir es denn? So, dann alle Spiegel. So. So. An die Nase juckt. Nachtschrank. Hirschholz. Offen. So. Und ich wollte noch den einer links in Hirschholz. So. Aber da sehe ich, dunkle Kirsche hätte es viel mehr gebracht. Dunkle Kirsche kaufen. Na, komm schon. So. Deckenlampe. So. Dann ist im Grunde auch schon das Dachzimmer eigentlich so gut wie fertig. Ein bisschen Kleindeko.
Aber dafür mache ich eine extra Folge. So quasi wegen der ganzen Kleinstdeko, nenne ich es jetzt mal. So. Dann steht ja im Grunde nur noch, wobei hier habe ich auch schon Kleinstdeko gemacht, aber dann steht ja im Grunde nur noch links an. Das Arbeitszimmer. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das machen wir dann halt zusammen mit der restlichen Dekoration. Und dann haben wir das Haus auch quasi so gut wie fertig. Ja, was kommt denn jetzt noch? Quasi das Arbeitszimmer, die restliche Dekoration und ja. Und der Hausverkauf kommt dann noch. Richtig. Gut. Dementsprechend machen wir mal Schluss für heute. Hört zu. Und bye bye.